ja. Ach, Leute, komm. Wo glaubst du, die Tage? Da bin ich in so einen modernen Kaffeeladen reingeraten, von so einer amerikanischen Kette. Ja, ich war unterwegs gewesen und kriegte auf einmal unterwegs einen totalen Kaffeebrand. Hör mal, ich weiß nicht, was ich getan hätte für eine Tasse Kaffee. Ja, zum Glück war da direkt ein Laden, wo Coffee Shop drauf stand, ne? Ja, heute ist ja alles in Englisch, ne? Aber damit konnten sie mich nicht verwirren. Boah, ich kann ja mittlerweile, kann ich ja ganz gut Englisch. Ja, und dann bin ich dann da rein bei Starbucks, ne? Drinnen stand ich direkt in eine unheimliche Schlange. Immer bestimmt so 4, 5 Mann. Boah, und ich hatte ja einen Brand auf Kaffee. Und der vorderste in der Schlange, der war so ein junges Mädchen, diskutierte stundenlang mit dem Kaffeezapfer. Ja, und da kriegte ich mit, dass die richtig am Flirten waren. Mitten in der Bestellung. Da habe ich zu den anderen gesagt, lassen Sie mich mal durch, ich bin Arzt, das ist ein Notfall. Ja, hör mal. Und zack, stand ich auf Platz 2, ne? Und die anderen hinter mir, sie haben aufregen. Was bist du denn für ein Arzt? Ich sag, Narkosearzt, du Opfer, ne? Ja, das hab ich von meinen Enkeln gelernt, ne? Ja, hör mal. Da war aber Ruhe im Karton von Starbucks, ne? Zwischenzeitlich hatten die beiden endlich einen klar gemacht. Und ich war an der Reihe mit meiner Bestellung. Ich sag, Tag, Kaffee. Da sagt der Bedienung, herzlich willkommen bei Starbucks. Mein Name ist Sandro. Was kann ich für dich tun? Ich sag, Tag, Sandro, ich bin Herbert. Und ich wiederhole mich ungern. Kaffee. Da sagte er, Herbert, wie hättest du gerne deinen Kaffee? Tall, large oder extra large? Ich sag, oh, Sandro, jetzt hast du mich aber kalt erwischt. Nee, also. Ich sag, Kollege, jetzt mal unter uns. Was schmeckt denn besser? Ja. Da sagte er, nimm large, das nehmen die meisten. Ich sag immer, wir, das schmeckt nicht. Ne? Dann kriegst du von mir aber einen. Pass auf, Sandro, jetzt kommt nicht. Gelatscht, ne? Ja, ich fand den gut, ne? Da sagte er furztrocken, was für ein Flavor hättest du denn gern? Ich sag, Sandro. Nix Flavor, wir hatten uns ja schon auf Kaffee geeinigt, ne? Ich sag, Kollege, so weit waren wir ja schon. Da sagte er, ja, aber welche Geschmacksrichtung? Ich sag, wie? Welche Geschmacksrichtung? Knoblauch, Nuss, ne? Ah. So aus Scheiß, ne? Worauf er wieder bierernst sagte, wir haben Latte, Cappuccino, Italien-Style, French Press, White Mocha, Espresso. Ich sag, Meister, Kaffee! Und gib mir bloß keinen Muckefuck. Oder sagt die Amerikaner dafür Mackifuck, ne? Ah, da hat er dann aber auch so ein bisschen geschmunzelt in seinen Mundwinkel, ne? Die dröge Nuss, die da. Hör mal, was die Olle an den gut gefunden hat, ne? Also, hör mal, für mich wäre der nichts. Also, ich käme mich auf den zurecht, ne? Ja, aber anstatt er jetzt mit dem Kaffee aus dem Quark kam, ging da weiter mit seiner Scheißbefragung. Möchtest du den Kaffee mit Vanille, Karamell oder Haselnuss-Taste? Ich sag mal, hör mal, ist das hier eine Quiz-Sendung? Ich sag, hau einen Schuss Büchsenmilch in die braune Brühe. Ha! Und dann... Was? Mann! Ich sag, und dann lass die Plörre rüberwachsen. Und jetzt kommt der Hammer. Da fragt er mich allen Ernstes, ob ich ihm, also den Kaffee, in Store oder to go haben wollte. Und dann hatte ich den Kaffee auf, ne? Ich sag, Sandro, komm, lass schicken. Das wird nichts mehr mit uns. Du kannst mir nicht das geben, was ich brauch. Ich sag, Sandro, wir sollten uns trennen, bevor sich was Ernsthaftes draus entwickelt. Ja, und dann bin ich da raus aus den Starbucks und direkt rein in den Schibo, ne? Ja, und da habe ich mir dann schön
Schneeketten gekauft und einen neuen Duschvorhang. Liebe Emis, liebe Heimathirsche, ich muss euch mal einen ganz heißen Top erzählen. Der Single ist kein Einzelfall. Ja? In den Städten hat der Single die Mehrheit. In Köln zum Beispiel haben wir 60% Single-Haushalte. Die durchschnittliche Kölner Familie ist ein Single mit Golden Retriever. Ja, und warum? Weil das Optimale ist. Alle reden immer von Familie, 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 ist so toll. Ja, was ist denn daran toll? Viele Familien leben in prekären Verhältnissen. Familien ohne Geld, Familien, wo gesoffen wird. Oder jetzt Andrea Nahles, noch schlimmer. Familien aus der Eifel. Oh. Karl Kraus hat schon gesagt, Familie ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Deswegen heißt es ja auch Familienbande, nicht? Und die Probleme sieht doch jeder Blinde, nicht? Umweltbelastung, Überbevölkerung. Wir sind bald 9 Milliarden Menschen. Das hält der beste Planet nicht aus. Und wer ist schuld? Ja, die Familie mit ihren scheiß Kindern, ne? Weil die so niedlich sind, nicht? Wir müssen Tonnen von Pampers produzieren, was das an CO2 kostet. Ist das niedlich? Jahrelang in die Windel machen? Wenn ich sehen will, wenn Menschen jahrelang Scheiße produzieren, dann schaue ich mir keine Kinder an, dann wähle ich FDP. Außerdem, die Wohltäter der Menschheit, das waren alles Singles. Jesus, Buddha, Franz von Assisi, Mahatma Gandhi, der Dalai Lama, nicht? Ja, das geht einfach besser ohne Kinder. Stell dir mal vor, Jesus hat ja keine Zeit für Kinder gehabt. Ne? Stell dir mal vor, Jesus hält die Bergpredigt, dann unterbricht er in der Mitte und sagt, oh, stopp, ich muss mal eben wickeln, unser Kevin müffelt. Ja, ne? Das geht nicht mit Familie, mit Kind und Partnerin. Solche Werke schaffst du allenfalls, hast du keine Frau am Hals. Ne? Und die Frau keinen Mann. Mutter Teresa, Hildegard von Bingen, Hella von Sinnen. Und deshalb meine Forderung, allen macht den Singles. Singles sind einfach die besseren Menschen. Die machen nicht so viel Krach, die nehmen so viel Platz weg wie Eltern. Nicht? Und weil sie nicht dauernd von ihren Kindern vollgekotzt werden, ne, und ausgeschlafener sind, sehen sie auch besser aus. Wer sich vermehrt, lebt verkehrt. Nicht? Und die Glücksforscher haben es doch längst an den Tag gebracht, nicht wahr? Kinder halten einen davon ab, etwas Sinnvolles zu tun. Und Kinder machen absolut nicht glücklich. Das stimmt nicht. Die Probleme und die Sorgen überwiegen im Alltag. Erst wenn sie so 20 sind, dann kippt es langsam um. Aber dafür der ganze Aufwand, da kann ich mir doch gleich eine jüngere Frau nehmen. Wie neulich ein Kumpel von mir, der ist 50, der heiratet jetzt eine 20-Jährige. Ich hab überlegt, das ist gut, ne? Eine 20-Jährige. Überleg mal, wenn du 60 bist, dann ist die 30. Wenn du 70 bist, dann ist die 40. Und wenn du 80 bist, dann ist die 50. Was willst du mit so einer alten Frau? Aufhören, Schluss, aufhören! Mensch, aufhören, Herr Becker! Machen Sie es gut, komm, Schluss. Becker, 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 machen Sie auf, hören Sie auf. Während Sie hier sinnentleert rumkaspern, steht die gesamte westliche Welt unter Schock, versucht die Nachricht zu verdauen, die in der vorigen Woche aus dem Nahen Osten über uns hinwegfegte. Wie geht es weiter? Was kommt danach? Und vor allem, wer kommt danach? Da entsteht natürlich ein wahnsinniges Vakuum, wenn plötzlich nach 30 Jahren einer von der Bildfläche verschwindet. Und zwar einer, den Sie alle hofiert haben, der Schröder seinerzeit, genauso wie die Merkel. Der Wulff war schon da, als er noch Ministerpräsident war. Und auch die anderen alle haben öffentlich zu dem Mann gestanden und ihn eingeladen, um sich in der Öffentlichkeit mit ihm zu schmücken. Mubarak? Wie kommen Sie jetzt auf Mubarak? Hören Sie, es gibt da wirklich Wichtigeres als die Entwicklung in Ägypten. Irgendwie wird es da schon weitergehen. Und dann wird sich unsere Regierung schon mit den neuen Machthabern arrangieren. Schließlich müssen die deutschen Exporte ja irgendwo hin, zum Beispiel die Waffen. Das war mit Ägypten noch im Jahr 2009 ein Auftragsvolumen von über 90 Millionen Euro.
Wenn wir da jedes Mal gucken, ob das eine Krisenregion ist und ob da auch die Menschenrechte eingehalten werden, da können wir den Laden doch gleich dicht machen, also den Waffenladen. Was glauben Sie, was der Gutenberg in Indien gemacht hat? Tempel besichtigen, Waisenhäuser besuchen. Blödsinn! Der Mann wollte Geschäfte anbahnen, Eurofighter verkaufen. Aber weil Deutschland eigentlich gar keine Waffen in Krisenregionen verkaufen darf, musste der Gutenberg sich eben persönlich drum kümmern, was allerdings im Endeffekt hierzulande kaum jemanden interessiert, weil eben alle nur eins wissen wollten, nämlich wer wird der Nachfolger? Genau, jetzt haben sie es endlich. Es geht um Thomas Gottschalk. Seit der am Samstag im Nahen Osten in der Halle in Halle seinen Rücktritt verkündet hat, diskutiert ganz Deutschland die Frage, wer kommt jetzt? Pilawa oder Kerkeling oder Raab oder doch eine ganz andere Pflaume, zum Beispiel Kai-Pflaume? Oder man holt den Lippert nochmal aus der Versenkung oder steht er noch vor Gericht? Nein, das war der Kachelmann. Obwohl, Kachelmann wäre es gewesen, nicht? Der ist ja quasi Wetter von Beruf, wen ihm auch sei. Geben Sie einfach mal Gottschalk-Nachfolge in die Suchmaschine und dann gucken Sie sich mal an, was da zurzeit in den diversen Internetforen los ist. Es ist schier unfassbar. Jeder will einen anderen. Einig sind sich die meisten nur in einem. Mit dem Abgang von Thomas Gottschalk stirbt auch Wetten, dass. Wobei ich mir nach der letzten Sendung gar nicht mehr so sicher bin, ob das nicht längst passiert ist. Salamiwürstchen schnappen, Kronenkorken mit dem Ohr in Maßkrüge schnippen und Glühbirne mit den Füßen einschrauben. Das soll die große Samstagabend-Fernsehunterhaltung sein? Solange Thomas Gottschalk da war, hat sich die Frage nur keiner gestellt. Der hat das Elend einfach weggelächelt. Aber wer soll das in Zukunft machen? Für Pilawa. Ich sage Ihnen, der macht seine erste Sendung und fängt gleich mit der Saalwette an. Wetten, dass nach spätestens 60 Minuten keiner mehr zuguckt. Und die Wette gewinnt er. Nein, ich finde, wenn überhaupt, dann muss da jetzt mal eine Frau ran, wegen der Quote. Also nicht wegen der Einschaltung, sondern wegen der Frauenquote. Da muss man einfach mal ein öffentlich-rechtliches Zeichen setzen. Nach Gott Vater, Gott Sohn und Gott Schalk muss Schluss sein mit den Patriarchen und Sonnenkönigen in den Chefetagen. Was haben diese Burschen in den letzten Jahren für einen gewaltigen Mist gebaut? Wenn es wirklich nach dem Leistungsprinzip ginge, dann müssten all diese selbstgefälligen Versager samt und sonders in die Wüste geschickt werden. Aber das geht natürlich nicht, weil dann müssten die Herren sich ja schließlich selbst entlassen. Deshalb funktioniert das ja auch nicht mit dieser freiwilligen Selbstverpflichtung der Unternehmen zu einer Frauenquote. Wer räumt schon freiwillig seinen Platz ganz vorne am Futtertrog? Und dass die männlichen Rindviecher enger zusammenrücken, wenn da von hinten weibliche Konkurrenz nachdrängelt, ist durchaus verständlich. Absolut unverständlich ist allerdings die Haltung der zuständigen Ministerin, der Christina Schröter. Diese völlig ahnungslose Trutsche hält nämlich die Einführung einer Frauenquote für eine gesellschaftliche Fehlentwicklung. Schließlich seien die Frauen selber schuld, wenn sie im Durchschnitt schlechter gestellt und dementsprechend auch schlechter bezahlt werden. Zitat, die Wahrheit sieht doch so aus. Viele Frauen studieren gern Germanistik und Geisteswissenschaften, Männer dagegen Elektrotechnik. Und das hat eben Konsequenzen, auch beim Gehalt. Wir können den Unternehmen nicht verbieten, Elektrotechniker besser zu bezahlen als Germanistinnen. Mal ganz davon abgesehen, dass so ein elektrotechnisches Unternehmen überhaupt ja keine Germanistinnen braucht. Nein, wozu auch? Zum Abfassen der Gebrauchsanleitung? Nein. Wer Geisteswissenschaften studiert, der muss wissen, dass es für Geist auf dem Arbeitsmarkt keine Nachfrage gibt. Und die Köhler, die weiß, wovon sie redet. Deshalb ist sie ja gleich nach ihrem Soziologiestudium in die Politik gewechselt, nicht? Und weil es damals selbst in der CDU schon eine Frauenquote gab, deshalb ist sie jetzt da, wo sie ist. Das heißt, sie ist eigentlich das Ergebnis einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung. Und wenn sie das so sagt, nicht, dann wird das ja wohl stimmen, nicht? Wetten, das? Ach, Leute, komm. Wo glaubst du, die Tage?
Da bin ich in so einen modernen Kaffeeladen reingeraten, von so einer amerikanischen Kette. Ja, ich war unterwegs gewesen und kriegte auf einmal unterwegs einen totalen Kaffeebrand. Hör mal, ich weiß nicht, was ich getan hätte für eine Tasse Kaffee. Ja, zum Glück war da direkt ein Laden, wo Coffeeshop drauf stand, ne? Ja, heute ist ja alles in Englisch, ne? Aber damit konnten sie mich nicht verwirren. Boah, ich kann ja mittlerweile, ja ganz gut Englisch. Ja, und dann bin ich dann da rein bei Starbucks, ne? Drinnen stand ich direkt in eine unheimliche Schlange. Immer bestimmt so 4, 5 Mann. Boah, und ich hatte ja einen Brand auf Kaffee. Und der vorderste in der Schlange, der war so ein junges Mädchen, diskutierte stundenlang mit dem Kaffeezapfer. Ja, und da kriegte ich mit, dass die richtig am Flirten waren. Mitten in der Bestellung. Da habe ich zu den anderen gesagt, lassen Sie mich mal durch, ich bin Arzt, das ist ein Notfall. Ja, hör mal. Und zack, stand ich auf Platz 2, ne? Und die anderen hinter mir, sie haben aufregen. Was bist du denn für ein Arzt? Ich sag, Narkosearzt, du Opfer, ne? Ja, das hab ich von meinen Enkeln gelernt, ne? Ja, hör mal, da war aber Ruhe im Karton von Starbucks, ne? Zwischenzeitlich hatten die beiden endlich einen klar gemacht und ich war an der Reihe mit meiner Bestellung. Ich sag, Tag, Kaffee. Da sagt der Bedienung, herzlich willkommen bei Starbucks. Mein Name ist Sandro. Was kann ich für dich tun? Ich sag, Tag, Sandro, ich bin Herbert. Und ich wiederhole mich ungern. Kaffee. Da sagte er, Herbert, wie hättest du gerne deinen Kaffee? Tall, large oder extra large? Ich sag, oh, Sandro, jetzt hast du mich aber kalt erwischt. Nee, also. Ich sag, Kollege, jetzt mal unter uns. Was schmeckt denn besser? Ja! Ha. Da sagte er, nimm Latsch, das nehmen die meisten. Ich sag immer, wir, das schmeckt nicht. Ne? Dann kriegst du von mir aber einen. Pass auf, Sandro, jetzt komm nicht. Gelatsch, ne? Ha. Ja, ich fand den gut, ne? Da sagte er furztrocken, was für ein Flavor hättest du denn gern? Ich sag, nee, Sandro, nix Flavor, wir hatten uns ja schon auf Kaffee geeinigt, ne? Ich sag, Kollege, so weit waren wir ja schon. Da sagte er, ja, aber welche Geschmacksrichtung? Ich sag, wie, welche Geschmacksrichtung? Knoblauch, Nuss, ne? Ah. So aus Scheiß, ne? Worauf er wieder bierernst sagte, wir haben Latte, Cappuccino, Italien-Style, French Press, White Mocha, Espresso. Ich sag, Meister, Kaffee und gib mir bloß keinen Muckefuck. Oder sagt die Amerikaner dafür Mackifuck, ne? Ja, da hat er dann aber auch so ein bisschen geschmunzelt in seinen Mundwinkel, ne? Die dröge Nuss, die da. Hör mal. Was die Olle an den gut gefunden hat, ne, also, hör mal, für mich wäre der nix, also, ich käme mich auf den zurecht, ne. Ja, aber anstatt er jetzt mit dem Kaffee aus dem Quark kam, ging da weiter mit seiner Scheißbefragung. Möchtest du den Kaffee mit Vanille, Karamell oder Haselnuss-Taste? Ich sag mal, hör mal, ist das hier eine Quiz-Sendung? Ich sag, hau einen Schuss Büchsenmilch in die braune Brühe. Ha! Und dann... Mann! Ich sag, und dann lass die Plörre rüberwachsen. Und jetzt kommt der Hammer. Da fragt er mich allen Ernstes, ob ich ihm, also den Kaffee, in-store oder to-go haben wollte. Und dann hatte ich den Kaffee auf, ne? Ich sag, Sandro, komm, lass schicken. Das wird nichts mehr mit uns. Du kannst mir nicht das geben, was ich brauche. Ich sag, Sandro, wir sollten uns trennen, bevor sich was Ernsthaftes draus entwickelt. Ja, und dann bin ich da raus aus den Starbucks und direkt rein in den Schibo. Ne? Ja, und da habe ich mir dann schön Schneeketten gekauft und einen neuen Duschvorhang. Ja.
Plattenladen. Liebe Emis, liebe Heimathirsche, ich muss euch mal einen ganz heißen Top erzählen. Der Single ist kein Einzelfall. Ja? In den Städten hat der Single die Mehrheit. In Köln zum Beispiel haben wir 60% Single-Haushalte. Die durchschnittliche Kölner Familie ist ein Single mit Golden Retriever. Ja, und warum? Weil das Optimale ist. Alle reden immer von Familie, 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 ist so toll. Ja, was ist denn daran toll? Viele Familien leben in prekären Verhältnissen. Familien ohne Geld, Familien, wo gesoffen wird. Oder jetzt Andrea Nahles, noch schlimmer. Familien aus der Eifel. Oh. Karl Kraus hat schon gesagt, Familie ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Deswegen heißt es ja auch Familienbande, nicht? Und die Probleme sieht doch jeder Blinde, nicht? Umweltbelastung, Überbevölkerung. Wir sind bald 9 Milliarden Menschen. Das hält der beste Planet nicht aus. Und wer ist schuld? Ja, die Familie mit ihren scheiß Kindern, ne? Weil die so niedlich sind, nicht? Wir müssen Tonnen von Pampers produzieren, was das an CO2 kostet. Ist das niedlich? Jahrelang in die Windel machen? Wenn ich sehen will, wenn Menschen jahrelang Scheiße produzieren, dann schaue ich mir keine Kinder an, dann wähle ich FDP. Außerdem, die Wohltäter der Menschheit, das waren alles Singles. Jesus, Buddha, Franz von Assisi, Mahatma Gandhi, der Dalai Lama, nicht? Ja, das geht einfach besser ohne Kinder. Stell dir mal vor, Jesus hat ja keine Zeit für Kinder gehabt. Ne? Stell dir mal vor, Jesus hält die Bergpredigt, dann unterbricht er in der Mitte und sagt, oh, stopp, ich muss mal eben wickeln, unser Kevin müffelt. Ja, ne? Das geht nicht mit Familie, mit Kind und Partnerin. Solche Werke schaffst du allenfalls, hast du keine Frau am Hals. Ne? Und die Frau keinen Mann. Mutter Teresa, Hildegard von Bingen, Hella von Sinnen. Und deshalb meine Forderung, allen macht den Singles. Singles sind einfach die besseren Menschen. Die machen nicht so viel Krach, die nehmen so viel Platz weg wie Eltern. Nicht? Und weil sie nicht dauernd von ihren Kindern vollgekotzt werden, ne, und ausgeschlafener sind, sehen sie auch besser aus. Wer sich vermehrt, lebt verkehrt. Nicht? Und die Glücksforscher haben es doch längst an den Tag gebracht, nicht wahr? Kinder halten einen davon ab, etwas Sinnvolles zu tun. Und Kinder machen absolut nicht glücklich. Das stimmt nicht. Die Probleme und die Sorgen überwiegen im Alltag. Erst wenn sie so 20 sind, dann kippt es langsam um. Aber dafür der ganze Aufwand, da kann ich mir gleich eine jüngere Frau nehmen. Wie neulich ein Kumpel von mir, der ist 50, der heiratet jetzt eine 20-Jährige. Ich hab überlegt, das ist gut, ne? Eine 20-Jährige. Überleg mal, wenn du 60 bist, dann ist die 30. Wenn du 70 bist, dann ist die 40. Und wenn du 80 bist, dann ist die 50. Was willst du mit so einer alten Frau? Aufhören, Schluss, aufhören! Mensch, aufhören, Herr Becker! Machen Sie es gut, komm, Schluss. Becker, 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 machen Sie auf, hören Sie auf. Während Sie hier sinnentleert rumkaspern, steht die gesamte westliche Welt unter Schock, versucht die Nachricht zu verdauen, die in der vorigen Woche aus dem Nahen Osten über uns hinwegfegte. Wie geht es weiter? Was kommt danach? Und vor allem, wer kommt danach? Da entsteht natürlich ein wahnsinniges Vakuum, wenn plötzlich nach 30 Jahren einer von der Bildfläche verschwindet. Und zwar einer, den Sie alle hofiert haben, der Schröder seiner Zeit, genauso wie die Merkel. Der Wulff war schon da, als er noch Ministerpräsident war. Und auch die anderen alle haben öffentlich zu dem Mann gestanden und ihn eingeladen, um sich in der Öffentlichkeit mit ihm zu schmücken. Mubarak? Wie kommen Sie jetzt auf Mubarak? Hören Sie, es gibt da wirklich Wichtigeres als die Entwicklung in Ägypten. Irgendwie wird es da schon weitergehen. Und dann wird sich unsere Regierung schon mit den neuen Machthabern arrangieren. Schließlich müssen die deutschen Exporte ja irgendwo hin, zum Beispiel die Waffen. Das war mit Ägypten noch im Jahr 2009 ein Auftragsvolumen von über 90 Millionen Euro. Wenn wir da jedes Mal gucken, ob das eine Krisenregion ist und ob da auch die Menschenrechte eingehalten werden, dann können wir den Laden doch gleich dicht machen, also den Waffen.